herzlich willkommen am Wortwechsel Nummer 7. Wir sind heute wieder mit drei Gästen unterwegs. Wir kennen die zwei schon ziemlich gut. Den Lukas Reimann haben wir, den Nicolas Sitta und der dritte in diesem Bund, der Werner Gartenmann, der hier sein soll, muss sich wegen einer anderen Verpflichtung entschuldigen. Wir haben aber einen neuen Gast gefunden. Das ist der Jonas Streule aus St. Gallen. Jonas Streule, du bist Student im vierten Semester Law and Economics. Also das ist irgendein Mix zwischen Juristik und Wirtschaft. Wie geht dir das genau? Ja, genau. Die meisten denken immer gerade an Wirtschaftsrecht, aber das ist es nicht. Also ich studiere eigentlich Recht und wir machen sehr viel Volkswirtschaft auch. Und jetzt bin ich gerade kurz vor dem Ende vom Studium und wir tun vor allem so gerade schauen, wie man reguliert, wie man so Gebilde machen, Handelsrecht, so internationales. Ja. Okay, und wie man einen Hodler kauft, das lernen wir auch, oder? Da werden eher so ein bisschen BWL, oder? Wir sind nicht die, wir sind eher ein bisschen bescheidene Leute eigentlich. Darum ist es auch ein billiger Druck und leider kein Original. Okay. Aber BWLer würden da ganz genau sagen. Hat wahrscheinlich mit Bitcoins zu tun. Genau. Umso mehr kannst du ja der Gehalt von diesem Hodler geniessen. Nicht unbedingt der Wert, gell? Das stimmt, genau. Du bei uns. Du hast als Hobby, hast mir noch geschrieben, Politik, Turnen, Landwirtschaft. Also hast du einen Traktor? Ja, also mein Vater Spur. Ich habe selber auch die Schnellbleiche gemacht mit einem kleinen Betrieb. Und mich hat man so quasi in die Stadt geschickt, um studieren und Geld zu verdienen. Ein bisschen. Und, aber ich helfe immer auf dem Betrieb sicher, oder mein Vater ist mittlerweile pensioniert. Und Politik mache ich in der SVP, Stadt St. Gallen. Ich bin da ein bisschen meine ersten Gehversuche machen. Macht sehr viel Spass wirklich. Und ja, gerade ein bisschen mitmischen, das ist schon gut. Wenn du hast gesagt, du bist gleich fertig mit dem Studium, das habe ich richtig verstanden. Wohin geht es danach? Ja, also zuerst darf ich noch an der Uni arbeiten, an einem Lehrstuhl dort mitmachen als Kursassistent. Das ist sowieso ein bisschen die rechte Hand von einem Professor. Und nachher ist es relativ offen. Also ich habe jetzt gerade bei ein paar Sachen beworben. Wir haben mega spannende Unternehmen. Eins vor allem aus dem Rintel, muss ich noch sagen. Aber ich will da noch nicht da zu viel verschreien und bin gespannt. Also Anwaltsprüfung ist auch eine Option, aber wir schauen mal, wo es hingeht. Okay. Sag nochmal, in welchem Dorf bist du aufgewachsen? Also ist der Bauernhof von deinen Eltern? In Eckersried. Das ist gerade neben Heide, neben der Henri-Dunant-Stadt übrigens. Ist auch noch ein bisschen prägend für mich, auch gerade wenn es jetzt da um Neutralität und was die Schweiz sollte und gute Dienste, alles irgendwie ein bisschen, plötzlich hat alles ein bisschen, spielt alles ein bisschen zusammen. Ist noch spannend. Das ist gut, ja. Nicolas. Du bist weiterhin in London und möchtest weiterhin gerne wieder mal in die Schweiz kommen, gell? Ja, alle zusammen, grüezi miteinander. Das wäre tatsächlich einmal noch schön. Jetzt haben sie ja ein bisschen, jetzt dürfen ja die Leute wieder in die Pubs sitzen, solange sie draußen sitzen. Das dürfte ich gerne noch ein bisschen mehr lockern. Also es gibt immerhin noch Hoffnung, dass man wieder mal in die Schweiz reisen kann und die Familie sehen. Und ja, im Sommer wieder an der Rounds Mitgliederversammlung dabei sein. Gellet? Hast du weiterhin viel Homeoffice und an deinem Laptop oder darfst du an die Uni gehen? Nein, da hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Ja. Ich bin nach wie vor, ich kann gehen mit Spezialbewilligung, also mit einem Schreiben einfach vom Departementschef. Aber es ist eigentlich jetzt immer ein bisschen Homeoffice geblieben, weil wir lassen, Studenten und Doktoranden in die Labors und dann, ja, es gibt so eine Limite, wie viele Leute dürfen im Gebäude sein. Und dann ist dann die relativ schnell erreicht und die halt können von die Heime arbeiten, sollen die Heime arbeiten. Mhm. Lukas, das sieht irgendwie fast so aus, als ob du in der Ferien wärst, irgendwie Mauritius oder so. Ich weiß es nicht genau. Wo bist du? Ja, also schön wär's, aber ich gucke in Bern auf der Terrasse vom altehrwürdigen Bellevue Hotel.
Am Voran gab das Team vom Dreisat-Tag, das nicht ins Bundeshaus rein durfte, das jetzt extra gekommen ist von Wiesbaden, also von 4-5 Stunden gefahren. Und darum sind wir dann da gelandet. Wir sind zu dir wählen. Also ja, sie machen so eine Reportage über was ist rechts und wie weit gibt es den Begriff überhaupt in der heutigen politischen Zeit. Dann kommt am 5. Mai am Abend auf Dreisat. Okay. Und vielleicht für die, die den Jonas nicht kennen, er tut auch noch ganz einfach servieren und zwar gut im super Restaurant und das heisst Frohe Aussicht in Eggersried, jetzt wo man wieder raus darf, oder wie heisst es? Restaurant zur Höhe heisst es. Zur Höhe, sorry. Genau, ja. Und es hat eine frohe Aussicht, ich meine, ja. Es hat super Aussicht über den Bodensee, ja. Über den See, ja. 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 Im Moment ist aber leider nicht viel mit servieren, oder? Uns haben es auch den Leben zugemacht. Das ist ein bisschen, ja. Aber eine Terrasse, also keine Terrasse? Ja, wir haben eine Terrasse, aber ich würde gar nicht anfangen, das ist ein Trauerspiel. Okay, also komm. Wir tragen wieder zusammen, was läuft in Sachen Rahmenvertrag. Wir wollen einen Teilaspekt von diesem Rahmenabkommen noch mal anschauen. Wir wollen nachher ein bisschen über die Ukraine und die UNO zu einer Grundsatzfrage kommen, was eigentlich die Rolle ist von Schweiz auf dieser Weltbühne. Und zuerst mal, ich meine, heute, ich habe noch vergessen, mich vorzustellen, und das ist wichtig. Ich bin der Tom Meier, ich arbeite für die AUMS in Online-Kommunikation und ich bin hier in Belp und heute, oder vielleicht schon gestern, ich nehme nicht an, erst morgen fliegt der Herr Parmelin da vom Flughafen dort mit dem Bundesrat-Chat auf Brüssel und über das wollen wir jetzt ein bisschen reden. Werner Gardemann hat das Wort Schlamassel vorgenommen, das zwischen Bern und Brüssel jetzt auf dem Tisch ist. Wir stecken in einem Schlamassel. Und alles wartet irgendwie. Es gibt fast nichts mehr Neues zu sagen. Es gibt nur noch Vermutungen. Oder gibt es doch irgendwie etwas Neues zu sagen, noch, Lukas? Ja, es gibt zu sagen, dass die volle Verantwortung für die Situation, die wir jetzt haben, der Bundesrat trägt. Dass der Bundesrat irgendwie sich nie hat können entscheiden zwischen der EU, die Druck macht, und der Bevölkerung auf der anderen Seite, die sehr skeptisch ist. Und ich bin der Meinung, der Bundesrat muss jetzt in Brüssel klaren Wein auftischen und mit der EU auch Klartext reden, im Sinne von ihnen sagen, was die Schweiz will. Weil ich verstehe, ja, die EU mein ganzes Leben fast nie. Aber den Punkt verstehe ich, dass die EU sagt, wir wissen ja gar nicht, was die Schweiz eigentlich will oder was der Standpunkt von der Schweiz ist. Aber ich kann da vertrauen, dass der Guy Parmelin das gut machen kann und den Schweizer Standpunkt auch denen in Brüssel kann erklären. Er hat ja gesagt, der Guy Parmelin, er will nicht den Boris Johnson spielen. Was hat er damit gemeint? Was spielt der Boris Johnson? Also, ich meine, der Guy Parmelin hat natürlich Kollegialitätsprinzip. Er muss irgendwo durch eine Mehrheitsmeinung vertreten. Aber in einer Verhandlung kannst du ja nicht etwas vertreten, sondern du musst verhandeln. Und da hat die Schweiz gute Trümpfe und die hat Guy Parmelin hoffentlich auch im Rucksack. Was würdet ihr ihm jetzt ins Maul legen, oder? Nehmen wir mal an, er und seine Berater wissen wirklich nicht recht, was er sagen will. Und nehmen wir mal an, ihr seid der Berater, dann würdet ihr sagen, liebe Frau von der Leyen, Komma, und er, Nicola. Ja, liebe Frau von der Leyen, ja, das ist ein guter Anfang. He? Aber sie dürft wenigstens am Tisch und nicht aufs Sofa. Ja, also wir nehmen mal an, ja, genau. Wir sitzen auf Augenhöhe. Das ist noch offen, oder? Das ist ja noch offen, aber nehmen wir mal an. He? Ja, also ich meine, wir wollen Freunde sein, aber wir wollen unabhängige Freunde sein. Also ich denke, wir wollen ja nicht, wir wollen nicht unsere Demokratie und unsere Gerichtsbarkeit nach Brüssel setzen. Aber wir sind gern freundschaftlich, nachbarschaftlich mit euch, mit der EU, mit allen Ländern. Ich denke, das kann man ja betonen, dass man, dass man die Partnerschaftlichkeit an und für sich ja nicht als negativ anschaut, grundsätzlich.
aber dass es halt auch Grenzen gibt, über die man nicht gut gehen kann, weil sonst verlässt man den Wert der Schweiz. Und das ist ja auch nicht etwas, was wir von anderen Ländern verlangen. Wir verlangen ja auch nicht, dass sich, nehmen wir irgendein beliebiges Land in der EU, muss ja eigentlich nicht unbedingt etwas nennen, nicht? Wir verlangen ja auch nicht, dass sich irgendein anderes Land der Schweiz anpasst. Also in dem Sinn eine gewisse Gleichbehandlung, dass wir auch mit dem Respekt behandelt werden, wie wir auch andere respektieren. Das wäre, finde ich, noch ein Ansatz. Aber das habe ich spontan gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so lange Zeit gehabt, zum Überlegen, wie ein Bund. Jonas, was sagst du, liebe Frau von der Leyen? Also ich würde ihr ans Herz legen, dass sie zuerst mal schauen, dass sie den Eigenladen ein bisschen im Griff haben. Oder? Ich meine, da geht immer darüber hinweg, dass jetzt UK draussen ist. Und das ist nur ein Mitgliedstaat. Aber das ist ein Riesenbrocken, der da wegfällt. Und dass man da nicht mal selber darüber studiert, was man vielleicht selber anders machen sollte, wenn es um Personenfreizügigkeit geht, dass es da Probleme gibt und alles. Alles, was wir ja immer ihnen auch sagen, dass jetzt, vielleicht sollte es mal besser zulassen. Das ist vielleicht das, was ich ihnen sagen würde. In ihrem eigenen Interesse oder vor allem auch. Oder? Lukas, dein Sätzli, dein Anfangssätzli zu Ihnen? Also ich würde sagen, liebe Frau von der Leyen, wir sind gern bereit, zusammen dort zu arbeiten, wo es Sinn macht, im wirtschaftlichen Bereich, im Forschungsbereich. Von mir aus geben wir sogar noch in der Bildung etwas. Aber wir sind nicht bereit, bei grundsätzlichen Fragen wie Demokratie, Volksrecht, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, über das wollen wir gar nicht erst verhandeln, weil das ist Sache von der Schweiz. Und da entscheiden die Schweizer über die Schweiz entscheiden und die Brüsseler über Brüssel und wahrscheinlich jedes Land über sich selber. Und das lassen wir auch so. Und wenn sie dann nicht weiterreden, dann können wir das Treffen auch wieder abbrechen. Wird ja wahrscheinlich so rauskommen, es gibt Stimmen, die sagen, warum fahren wir überhaupt auf Brüssel? Wir können uns auch sonst kommunizieren. Es gibt nicht viel zu sagen im Moment, oder? Ja, schauen wir mal weiter. Ein Aspekt vom Rahmenabkommen geht immer ein unter den Tisch. Das ist die Superguillotine. Und das Wort kennen wir ja schon, aber was ist das genau? Lukas, kannst du uns das ein bisschen auseinandernehmen? Warum will die Gegenseite die? Oder wollen wir die? Oder wer will eigentlich die Guillotine? Ja, also das Verrückte ist ja, dass Guillotine ursprünglich mal eine Schweizer Idee war, weil man gedacht hat, bei der Abstimmung über die bilateralen Eis können wir Personenfreizügigkeit, die sehr umstritten war, einfacher durchbringen, indem man sagt, man bringt es im Paket, zusammen mit Abkommen, die weniger bestritten waren, wie Forschung, wie Luftverkehr oder technische Handelshemmnisse. Und das ist insofern damals auch aufgegangen, dass die Bevölkerung wahrscheinlich Personenfreizügigkeit alleine nicht hätte wollen. Dass sie aber am Schluss gefunden hat, ja gut, wenn alle anderen Abkommen davon abhängen, dann stimmen wir halt zu. Aus Sicht von Brüssel macht das natürlich Sinn, weil Brüssel jetzt kann voll die Karten spielen. Und ich glaube, damals war es auch Brüssel, der vorgeschlagen hat, dass man wieder eine Guillotine-Klausel aufnehmen soll. Weil sie natürlich so können die Schweiz zwingen, dass die Schweiz muss alles nachvollziehen muss, was die EU beschließt oder vorschlägt. Und sonst immer vor die Wahl gestellt wird, alles oder nichts. Und das ist ja total unsinnig und macht keinen Sinn, sondern man soll von Fall zu Fall entscheiden. Aber ich habe das Gefühl, die ganz moderne Entwicklung von Organisationsteilung, Subsidiarität, dezentraler Organisation, das geht an den Zentralisten in Brüssel völlig vorbei. Subsidiarität ist die Beschreibung, dass man in kleinen Räumen enge Entscheidungen trifft, dass die Leute die Entscheidungen treffen, die es betrifft. Und wenn in Brüssel jemand einen Entscheid trifft, für in Heide oben in einem Restaurant eine Terrasse aufzutun oder nicht, dann können die das einfach nicht in Brüssel. Oder? Ja, dann würde mich eigentlich noch wundern, warum, wenn die Guillotine eigentlich jetzt nicht eine gute Erfahrung war, die wir bisher haben, warum tun wir sie denn neu, also warum lassen wir die neu einfach drinnen? Sind wir wie gezwungen gewesen, dass das im Moment halt in diesem Rahmenvertrag steht? Also
oder das Interesse der Schweizer Behörden ist natürlich wieder da, dass sie die Bevölkerung in einer allfälligen Abstimmung vor die Wahl alles oder nichts stellen, weil so bringst du es leichter durch. Und die EU hat in dem Sinne ein ähnliches Interesse. Also, das ist zweimal das Interesse von der Bürokratie oder der Verwaltung gegen das Interesse vom Volk, wo es Interesse daran hat, dass man von Fall zu Fall entscheidet, dass man dort zusammenarbeiten kann, wo es Sinn macht, und dort, wo es keinen Sinn macht oder für die Schweiz nicht tragbar ist, dass man dort halt dann nicht würde mitmachen würde. Und das, ja, das zeigt vielleicht auch, ein bisschen, wie da bei dem Rahmenabkommen geschaffen worden ist, auf einer Stufe im Interesse von der Politiker und der Bürokraten und nicht im Interesse von der Bürgerinnen und der Bürger. Aber ich bin froh, ich bin, glaube, schon zu lange in der Politik, dass ich schon mit Subsidiarität und so rede, wenn du mich übersetzt, tipptopp. Ja, kürzlich in der NZZ ist etwas gestanden zum Stromabkommen und Swissgrid. Das ist der Dachverband, der schaut, dass unsere dicken Stromleitungen funktionieren und wir gut eingebunden sind ins europäische Stromnetz. Auch Swissgrid befürchtet, ohne Rahmenabkommen bleibt man noch länger in gewissen Gremien fern. Man ist wie ausgeschlossen, gewissen grenzüberschreitenden Stromhandel. Gehöre schon jetzt, sind wir da nicht integriert und wir wären weiterhin nicht integriert. Und darum das Rahmenabkommen für Swissgrid etwas sehr Nötiges. Und ich habe bis jetzt mehr gehört und gelesen, wenn wir ein gutes Pfand in der Hand haben, hier in der Schweiz, ist es unser Strom. Ist dem nicht so? Also das würde ich sagen. Das kann man schon als Pfand betrachten, in dem Sinn, weil irgendwo muss der Strom durch, oder? Und ich denke, was Swissgrid da sagt, ist, es wäre für sie in dem Sinn einfach Ring, oder? Wenn man genau da machen, was die EU sagt, oder innerhalb von dem Rahmenabkommen. Das ist sicher so. Einfach ist das schon, oder? Aber es lebt auch ein bisschen. Ich denke, heute in dieser Zeit muss man schon schauen, dass man für den Fall der Fälle das eigene Netz muss bestehen und der eigene Strom muss da sein. Oder ich denke, man sollte sich nicht auf Geradewohl drauf rauslassen, um sich abhängig zu machen vom Nachbarn. Oder auch in dieser Frage nicht. Oder? Mhm. Aber ich kann die Position von Swissgrid schon ein bisschen nachvollziehen. Mir hat die Zahl noch erstaunt, im Winter müssen wir bis 40% ausländischen Strom einkaufen, dass wir unser Land können stemmen können. Hat mich noch erstaunt. Aber wir alle können auch gemeinsam Kopf schütteln, dass wir gleichzeitig immer mehr Atomkraftwerke abschalten und Flatterstrom versucht aufzubauen. Und alle fahren ihre Elektroautos. Also irgendwo geht die ganze Bilanz ja nicht mehr auf. Aber wir wollen heute nicht über das reden. Man muss vielleicht noch sagen, dass also die Europäische Union hat vor allem ein grosses Interesse an der Schweiz und das sind unsere Wasserspeicherkraftwerke, weil du kannst ja Strom sonst nicht wirklich speichern und über die Wasserkraftwerke kannst du es eben, indem du Wasser aufpumpst den Tag durch mit Wind oder Sonne und dann, wenn du weniger Wind und Sonne hast, kannst du es quasi wieder runterlassen und das ist ein grosses Interesse, weil das auch stabilisieren kann. Bei all den alternativen Methoden. Aber für uns Priorität 1 muss sein, dass die Schweiz auch stark sich selber kann versorgen mit Strom, unabhängig von der EU. Mhm. Ich glaube, wir haben da wirklich einen Pluspunkt im Strom. Und ich glaube, da haben sie sich selber ein bisschen eingeleitet. Oder? Sie haben ja selber gesagt, wir wollen möglichst grün und alles und so. Und am Schluss, was passiert ist, sie schaben den Strom bei uns rein, in die Wasserkraftwerke, wir lassen ihn rauf. Wenn er durchkommt, ist er dann pseudogrün in meiner Perspektive. Schon auch speichern, aber und nachher dann nehmen sie ihn raus und sagen, hey, wir haben grünen Strom, oder? Also, ich weiß ja auch nicht, aber... Ja, das mit dem grünen Strom ist sowieso marketingtechnisch interessant. Aber lassen wir das mal. Nicola, woher hat Großbritannien seinen Strom? Weißt du das göttlich? Ist Großbritannien autonom? Das kann ich nicht beantworten. Ja. Also was ich weiss, ist, dass wir Kernkraftwerke haben. Mhm. Aber das weiss ich nicht. Es gibt allerdings einen Grund, ich kann die Frage ein bisschen beantworten, es gibt einen Grund, warum Großbritannien wahrscheinlich niemals die gleiche Zeit wird haben wie Frankreich.
Und das liegt genau am Spitzenstrom. Weil der Spitzenstrom ist dann um eine Stunde verschoben. Und so kann man dann Spitzenstrom einkaufen, also eben, dann, wenn er am meisten gebraucht wird, oder? Dann kann man einkaufen. Und wenn dann Frankreich zum Beispiel am meisten braucht, kann man wieder exportieren. Also das ist wahrscheinlich ein Grund, warum Großbritannien nie wird genau die gleiche Zeit haben wie Frankreich. Okay, dass die Zeitkurve so lustig verläuft auf der Landkarte, gell? Ja. Ja, dort übrigens, ja, genau. Genau, ja. Wir sind ja quasi so wir sind ja so quasi wie Spanien. Und Spanien ja. Hat die gleiche Zeit wie Frankreich, oder? Wir reisen gleich weiter ein bisschen auf dem europäischen Kontinent in Osten. In der Ukraine braut sich ein bisschen etwas zusammen, man weiß noch nicht so genau, aber interessant war, dass letztlich hat es ein bisschen damit zu tun, dass Putin versus Biden, also die USA und Russland, dass sie ein bisschen Arm drücken zusammen, ein bisschen Säbel rasseln. Und die Schweiz hat dort scheinbar, es ist nicht ganz transparent und offiziell, ihre guten Dienste angeboten und hat gesagt, ja, kommen zu uns auf Genf, Mira oder so und redet doch einfach mal zusammen, Herr Biden und Herr Putin. Und das ist schön, so etwas wieder mal zu lesen, aber ich habe noch gelesen, auch Österreich, Wien möchte sie haben und Finnland möchte ich gerne auch. Das Wort heisst Facilitation, das ist quasi eine gute Atmosphäre, einen guten Ort bieten, dass die Leute zusammen reden können, ohne dass man sich direkt inhaltlich einmischt. Ja, und als ich dann gelesen habe, ja, Österreich will auch und Finnland auch und Singapur ist kürzlich auch mal zum Zug gekommen bei so einer weltumspannenden Diplomatiesitzung, habe ich mich gefragt, bröckelt unsere Neutralität in der Schweiz? Sind wir gar nicht mehr so, werden wir noch als neutral angeschaut? Sagen Sie. Also ich würde ganz klar für bröckeln da stimmen, oder? Weil wenn es darum geht, Putin und Biden, oder? Und wir sind wie immer näher bei der EU, dann hat Russland schon auch, sie können uns nicht mehr richtig ernst nehmen als ganz neutral, oder? Weil wir haben immer mehr Verbindlichkeit und werden da wirklich reinzogen. Oder? Und da muss man sich schon gut überlegen, also wenn man weiter will, das können machen, um können den anderen helfen, zum Problem zu lösen, muss von beiden Seiten auch, beide müssen sehen, dass man wirklich unabhängig ist, weil die würde auch nicht einem Schiri vertrauen, wo ich meint, noch halb angestellt ist oder sogar noch dabei, oder? Nicola, wirst du in London oft angezündet, you neutral Swiss? Ja, ja. So. Ja, ja, das kommt schon etwa dir vor. Das ist sowieso etwas, was sehr interessant ist eigentlich. Geografisch, je näher, dass man bei der Schweiz ist, desto eher haben die Leute ein bisschen etwas gegen die schweizerische Neutralität. Weil, also, als ich in den USA war, ist es umgekehrt eigentlich. Mit den Leuten, die ich mich getroffen habe, die haben eigentlich die Neutralität von der Schweiz sehr gut gefunden. Und ich habe auch mit, als ich in Boston war, habe ich auch mit einem Südkoreaner gesprochen. Der hat auch gefunden, ja, das wäre eigentlich ein wunderbares Modell. Neutralität statt immer die Grenzen und die Spannungen zwischen, jetzt bei seinem Land, zwischen Südkorea und Nordkorea. Also da gibt es ganz andere Gedanken zur Neutralität als die, die man in Europa hört, über die Schweiz. Und ich möchte Jonas stark beipflichten. Also ich finde das auch nicht gut, die Annäherung an die EU. Und natürlich kommt sicher jetzt dann auch noch gerade das nächste Thema, die Schweiz und UNO-Sicherheitsrat. Also das schwächt die schweizerische Neutralität. Wir haben ja, der Lukas wird sich ja sicher erinnern, mit Young for Fun haben wir ja, also er, ich war ja ein bisschen am Rand dabei gewesen, aber wir haben ja nicht wollen, dass wir... Mir. Ja, ist gut, okay. Wir haben ja nicht wollen, dass wir in die UNO kommen. Und ich habe mir ja dort erlaubt, mal einen Artikel schreiben, damals, wie das war im Kalten Krieg. Und es war ja so gewesen, und das tut, finde ich, die Schweiz
viel zu wenig für sich selber in Anspruch nehmen, dass der Ronald Reagan damals und der Gorbatschow sich in Genf getroffen haben, aber eben genau nicht im UNO-Sitz, sondern außerhalb. Und es ist das schweizerische Militär, das für die Sicherheit gesorgt hat. Und es ist eben die Neutralität und die absolute, ja, man muss es wirklich sagen, die absolute Neutralität oder die garantiert unkritisierte Neutralität war, die das ermöglicht hat. Also die ersten Gespräche nach 6 Jahren Eiszeit, sozusagen politische Eiszeit, haben in der Schweiz stattgefunden. Und das, denke ich, ist eine Stärke und das ist eine Rolle, die die Schweiz machen kann. Und für das braucht es wirklich eine bedingungslose Unterstützung von der Neutralität. Ja, also das, da denke ich, da kann die Schweiz sicher etwas Gutes machen, aber muss sich an die Neutralität halten. Schweiz, ich kann dem da in allem nur voll und ganz beipflichten. Man muss einfach vielleicht aufpassen, es darf natürlich auf beiden Seiten nicht, also es muss auf beiden Seiten neutral sein und es kann natürlich auch ein Problem sein, wenn die Schweiz einfach quasi benutzt wird, um Sanktionen von der EU oder der USA umgehen, dann machst du natürlich irgendwo auch wieder zum Handlanger und da bist du dann immer so ein bisschen in einem Spagat, wo nicht willst zu fest für die einen und auch nicht zu fest für die anderen, aber ich glaube, die Schweiz kann genau dank dem, dass sie nicht in der EU ist, dank dem, dass sie nicht in der NATO ist, kann sie genau die Rolle auch glaubwürdig spielen, auch weiterhin. Obwohl es natürlich auch bei uns Kräfte gibt, die lieber in der NATO wären und lieber Partei wären. Und ich glaube, oft ist es einfacher, Partei zu sein, weil dann sind die Fronten klar, dann bist du dafür oder dagegen, mit denen oder gegen die als neutral. Aber die Schweiz bringt der Welt nur etwas als neutrales Land, das vermitteln kann. Ob wir jetzt noch für oder gegen die Russen sind, das spielt am Schluss in der Weltpolitik keine Rolle. Aber ob wir vermitteln oder nicht, das spielt sehr wohl eine Rolle. Thema UNO-Sicherheitsrat wird vermutlich nächstes Jahr. Kann es sein, dass die Schweiz für 2 Jahre in den UNO-Sicherheitsrat reinrutscht? 2 einfach befristete Jahre. Und der Bundesrat möchte das unbedingt. Frau Sommaruga sagt, sie ist überzeugt, dass die Schweiz einen Beitrag zur Lösung der grossen Konflikte in dieser Welt leisten kann. Und tut sich das mit der Neutralität der Schweiz, stimmt das überein? Oder machen wir da einen kleinen Seiltanz? Die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Also ich bin persönlich sehr kritisch gegenüber dem, oder? Man hat so ein das Gefühl, ja, wenn wir nicht dabei sind, dann wir haben sowieso die beste Idee, wir haben gute Idee, oder? Aber es hat viele andere, die schon im Sicherheitsrat sind. Aber das, was uns ausmacht, oder gerade können, sage jetzt mal, eine schöne Umgebung geben, dass sich Leute ruhig unterhalten können, in einer Umgebung, die für beide passt, die nicht eben einer Seite gehört. Das können wir nur machen, wenn wir eben möglichst unabhängig sind. Und ich denke auch, der Einsitz im UNO-Sicherheitsrat ist schön, da kann irgendjemand dort mitmachen und wichtig tun und das ist sicher so und vielleicht kann man ein paar Sachen schon auch Inputs geben, okay. Aber es ist wieder ein bisschen eine Beschädigung in meiner Perspektive von eben der Neutralität, die der Welt oder der Staatengemeinschaft auch viel bringt oder viel kann bringen. Eben vielleicht einfach nochmal. Ich meine, wo man es fertig gebracht hat, die ersten Gespräche zu führen, die nachher zum Ende des Kalten Krieges geführt haben, da hat man sich nicht in der UNO und im UNO-Sicherheitsrat engagiert als Schweiz, sondern eben außerhalb. Und ich denke, das ist wirklich ein Schlüsselereignis, wo man sich mehr sollte daran erinnern und mehr sollte betont werden und wo deutlich aufzeigt, wie die Schweiz außerhalb der UNO weitaus mehr erreicht als innerhalb und sicher auch mehr als innerhalb des Sicherheitsrats. Wenn es das ganze internationale Genf mit all den Hauptsitz von eben Heide, Rotkreuz bis zur UNO, WHO, das ist ja entstanden mit einer Schweiz, die nicht Mitglied ist von der UNO, mit einer Schweiz, die neutral ist und genau darum ist es entstanden. Nicht, weil wir überall auch mitgemacht haben und bei all den internationalen Organisationen mitgeschwommen sind. Und da teile ich die Meinung, dass wahrscheinlich der UNO-Beitritt schon
ein entscheidender Faktor war. Aber Sicherheitsrat ist wie noch die Steigerung von dem. Dann selbst wenn in der Stimme enthalten ist, bei wichtigen Entscheidungen, selbst da ist politisch, oder? Mhm. Aber ich habe im Fall fast kein Akku mehr, einfach falls ich plötzlich schwarz bin. Okay. Ja, man kann. Ich schwenke ein bisschen zurück wieder. Ihre Reportage zum Begräbnis von Prinz Philipp hat der Reporter gesagt, dass Großbritannien sowieso wegen Brexit und so seine Rolle wieder ein bisschen neu muss finden. Und ich würde mal sagen, Großbritannien hat die Rolle immer noch relativ klar oder vielleicht wieder so klar wie schon lange nicht mehr. Aber wenn wir überschwenken auf die Schweiz und uns fragen, ja, unsere Rolle von Schweiz, und zwar Rolle im Sinn von, wer sind wir auf der Weltbühne, was ist unsere Aufgabe auf der Weltbühne und vielleicht auch, wo wollen wir uns her entwickeln in den nächsten 10 Jahren. Das wäre noch so ein bisschen mein Schlussthema hier. Was? Es dünkt einem, wir sind in Tagespolitik und der Herr Parmelin fliegt morgen auf Brüssel und alle interessiert eigentlich nur, dass er morgen auf Brüssel fliegt und die nächsten 10 Jahre, die sind doch relevant. Was würdet ihr sagen, die Rolle der Schweiz auf der Weltbühne? Was ist sie? Also, vielleicht, wenn ich anfangen darf, falls dann eben aufhört. Ich glaube, die Rolle der Schweiz findet man in der Bundesverfassung in den ersten Artikel schon relativ schön definiert, als Land, wo den eigenen Bürger Freiheit bietet und wo der Bürger vom Rest der Welt versucht, Frieden zu bieten und auch Angebot zu Friedensgespräch. Und die Rolle, die ist nicht nur auf 10 Jahre raus, sondern jetzt doch schon mehrere Jahrhunderte hat sich die bewährt für die Schweiz, wenn man so will, wahrscheinlich sogar seit 1291. Und das wird dann in Zukunft die Rolle sein, die du als kleines, erfolgreiches Land kann spielen und keine andere. Also wir müssen nicht anfangen, Machtpolitik machen oder noch ein paar Soldaten in den Krieg schicken, sondern wir müssen weiterhin auf dieser Ebene unsere Rolle spielen, so wie man sie spielt. Es gibt so ein wunderschönes Bild von einer Schweiz in einem Leuchtturm, das ist aus dem Ersten Weltkrieg, wo quasi leuchtend der Frieden noch leuchtet und hochgehalten wird in einer Welt, wo rundum sich nur noch bekriegt. Und wir bewegen uns ja wieder auf eine leider kriegerische Welt zu oder unstabilere. Und da ist umso mehr eine Stimme von der Schweiz, eine besondere Stimme aus Bern oder Genf gefragt. Nicola, du nix? Ja, also ich finde das gut. Ich denke auch, dass also wenn es der Schweiz gelingt, die direkte Demokratie und die individuelle Freiheiten zu behalten und sich den autoritären Tendenzen, die jetzt überall ein bisschen herrschen, ein bisschen entziehen kann, ist schon sehr viel gewonnen. Also, das ist ein schönes Bild mit dem Leuchtturm. Ja. Also, ich meine, die Schweiz muss einfach schauen, dass sie ihre direkte Demokratie und ihre Freiheiten wirklich und Freiheiten für Bürgerinnen und Bürger behalten kann. Also, ich bin nicht so sehr der Ansicht, dass die Schweiz zwingend eine Rolle spielen muss auf der Weltbühne, ehrlich gesagt. Es langt, wenn man es selber gut macht. Ich glaube, das langt eigentlich als Rolle. Da gibt er recht. In Richtung Selbstüberschätzung, wo ich meine, das ist ein bisschen so. Ich meine, wenn ich in die Schweiz komme, dann ich sehe es von außen, oder? Ein bisschen, dann ist es ein kleines Land, wenn man in der Schweiz ist, weil es so viele Täler und Hügel hat und überall ist dann ein bisschen ein anderer Dialekt und wieder ein bisschen etwas anderes gesprochen, gibt es so ein bisschen einen Eindruck von Weite und von Grösse. Das ist auch schön, aber es ist halt wirklich immer noch ein kleines Land und auch wenn es ein Land ist, das sehr, also zum Glück, und ich unterstütze das ja voll, wenn es ein Land ist, das voll erfolgreich ist, aber ja, also da muss man Schuster bleiben bei deinen Leisten, sagen und den Nicolas von der Flüe zitieren, ne? In der Grenze bleiben. Ich denke, das ist nach wie vor die Rolle. Da hat sich nichts geändert. Und alle, die das ständig ändern wollen, glaube ich, übersehen, dass es nicht gut ist für die Schweiz.
Jetzt sind wir nur noch drei. Der Lukas hat mit dem Stromabkommen und seinem Handy da ein Problem gehabt. Ja. Ja, Jonas, nochmal, vorhin hast du schon erwähnt, du würdest Frau von der Leyen nicht nur irgendwie einfach eine Antwort geben von uns, sondern ihr auch ein bisschen erklären, wir können es im Fall auch gut, vielleicht können wir es sogar noch besser hier und da und dort. Und da ist mir etwas über den Weg gelaufen von der Website Swissinfo. Das sind unsere Staatsjournalisten, die für das Ausland vor allem schreiben und die erstaunlicherweise etwas Kritisches geschrieben. Sie haben etwas Kritisches gegenüber Gross und EU und so. Sie haben geschrieben, dass die Kleinräumigkeit der Schweiz sehr wertvoll kann sein. Zum Beispiel entstehen in der Schweiz die besseren Gesetze. Und das schreibt einer, wo, ein Unternehmer, der im Bitcoin-Geschäft arbeitet und wo feststellt, dass die Schweizer dort ein brauchbares Gesetz jetzt gerade auf dem Schlitten haben. Hingegen die EU bringt zu diesem Thema einfach mal kein brauchbares Gesetz auf den Schlitten, versteht einfach mal auch gar nicht, um was es wirklich geht bei Bitcoins. Und du hast in der HSG, bist dem vermutlich auch schon begegnet oder ähnliche Sachen. Was kannst du uns aus dem Nähkästchen erzählen? Ja, also was man halt sieht, oder ist, wir sind klein und darum sind wir auf Link. Oder auch was so Gesetze angeht, wenn es so bei digitalen Sachen zum Beispiel. Oder wenn bis die EU ihren Gesetzgebungsapparat in Gang gesetzt hat und bis da jeder mal mitgeredet hat, der da noch mitreden kann, so, weil sie so riesen viele Mitglieder haben. Und da sieht man einfach, und wenn man am Schluss raus schaut, ist meistens sehr viel Papier, oder? Den sowieso. Also man sieht zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung, oder, die man gemacht hat, oder? Und schlussendlich, es ist nie besonders wirtschaftsfreundlich, oder? So ein Unternehmertum, auch was der geschrieben hat, oder? So ein Bitcoin-Business und so, die haben ganz ein anderes Verständnis wie mir. Wenn ich so ein aus der Gesetzgebung rauslese, sie haben auch nicht so viel Vertrauen wie mir in die Unternehmer. Oder zum Beispiel, sie tun grosse Bussen androhen, gerade bei so Sachen. Und bei uns sagt man dann schon, nein, also wenn einer so eine Idee hat, wir lassen ihm ein bisschen seinen Platz, oder? Wir geben ihm ein bisschen ein Spielfeld, dass er etwas Neues ausprobieren kann, weil man auch, es ist eine Zukunftstechnologie und es geht um Daten und digital und wir wollen, dass man da auch ein bisschen ausprobieren kann. Und da kann die EU nicht machen. Oder bei ihnen reden auch nur die grossen Firmen mit. Oder wir reden auch mit den KMUs, die sind wichtig. Oder und auch mit den Kleinen, aber die können Brüssel nicht mitreden. Die haben keine Chance. Oder das sind einfach die paar Grossen und am Schluss kommen Gesetze raus, die eben nur da können berücksichtigen. Und wir sind mit einem grossen Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Wir machen da immer den Swiss Finish zum Beispiel. Dass man es ist einfach bei uns anders. Wir haben andere Bedürfnisse und es läuft gut, oder? Man sieht da. Ja, jetzt nur noch der Nicola Sitta, der im AUNS-Vorstand sitzt, weil ich habe da noch vom Jean-Jacques Kubler von Uster habe ich noch ein Mail bekommen und er fragt das auch zuhanden vom Vorstand von AUNS, nachdem es jetzt verschiedene Gruppierungen gibt, die gegen das Rahmenabkommen kämpfen, müsste man jetzt nicht zusammen und mit anderen Gruppierungen Aktionen lancieren, wenn sie mehr an die Öffentlichkeit treten. Weil er sagt, glauben Sie ja nicht, die Befürworter des Rahmenvertrags, meint er, geben sich schon geschlagen. Also er sagt, dass jetzt AUNS doch und noch andere sollten jetzt aktiv werden, vielleicht mindestens sich hinter den Kulissen treffen und absprechen. Ja, kannst du uns erzählen, Nicola, hat er das im Vorstand? Ihr könnt euch ja im Moment nicht wirklich treffen, also nur online, nehme ich an. Ja, also ich denke, das ist mal sehr gut, dass sich verschiedene Gruppierungen gegen das Rahmenabkommen stellen. Auf jeden Fall miteinander ist besser, wenn man könnte. Das ist sicher so. Und ich glaube, der Herr Gartenmann hat es ja das letzte Mal vor zwei Wochen auch gesagt gehabt, dass schon Drehbücher da sind. Also da haben wir ja vor zwei Wochen haben wir mal von einer Demonstration auf dem Bundesplatz geredet. Also ich denke, da ist sicher etwas noch in petto, wo dann noch kommen wird. Warten wir mal auf den Rückflug von Herrn Parmelin, wenn er hier wieder in Belp gelandet ist. Ja, das ist natürlich auch so etwas. Also das wollte ich noch vorher sagen, wo wir angefangen haben.
ein Verhandlungsgeschick hat der Boris Johnson oder die Regierung schon noch gezeigt. Es ist nicht alles in Brüssel, nicht alle Verhandlungen haben in Brüssel stattgefunden. Das war der grosse Unterschied gewesen. Der Herr Barnier ist dann auf London gekommen. Und ich finde es schon auffällig, wie Schweizer Bundesräte immer auf Brüssel reisen. Müsste vielleicht eben mal die Verhandlungen auch nach Bern überziehen. Die Schweiz ist neutral für so etwas. Nein, lassen wir es. Also, ja. Jonas, du hast mir noch ein gutes Wort im Mail gehabt, Schweiz. Mir gefällt, dass die Schweiz klein und fein ist und du hast geschrieben, klein, aber oho. Und das wäre doch das Schlusssätzchen, wo der Herr Barmelin in Brüssel könnte deponieren. Liebe Brüssel, liebe EU, wir sind klein, aber oho. Man könnte es doch einfach bei dem lassen, oder? Wir kommen zum Ende von dem Wortwechsel Nummer 7. Merci vielmals, habt ihr reingeklickt. Der nächste Wortwechsel ist in 2 Wochen wieder. Am Donnerstag, 6. Mai, um 17.30 Uhr wieder. Ihr könnt permanent auf die E-Mail-Adresse wortwechsel@auns.ch könnt ihr Fragen, Beobachtungen, Bemerkungen, Vorschläge hineingeben. Wir werden die versuchen zu verarbeiten, unseren Wortwechsel. Eben, morgen ist Freitag, der 23. Herr Barmelin in Brüssel, wir sind alle gespannt und wir werden es aber irgendwie uns schon wieder entspannen können. Das wünsche ich euch. In einer Abendsonne, auf einer Restaurantterrasse, bei einem frischen Bier ins Wochenende können zu gehen. Heid's gut, merci, dass ihr da gewesen. Auf Wiedersehen. Danke vielmals, auf Wiedersehen. Ciao miteinander. Ciao zusammen.